Sascha Elias Tortka. 476 Gramm Skoda ist das. Oh, dann haben wir noch eine Volvo Stretch Limo mit der 13. 733 Ford Escort Kombi. Peter mit dem ältesten Fahrzeug auf der Bahn. Ein Mostwitch. Könnt ihr euch im Programm genau durchlesen, das ist das Ganze. 45 PS. Wir werden dort auch die Hinterräder übertragen. Das Auto ist elektrischen Anlasser, sondern original Handkurbel. So kann man ihn starten. Beste sowjetische Technik. Lea, nicht wackeln daran. Halt dich da nicht fest. Das ist genau im Stativ. Das Rennen ist noch nicht freigegeben. Four Points Team führt das Feld an mit Maike Meyer und Sascha Ehlers. Das heißt, das sind die ersten Kandidaten, die eigentlich zum Abschluss freigegeben ist. Und jetzt ist das Rennen erfolgt. Fünf Runden. Und dort knattert er auch schon ein bisschen. Das haben wir ja gesehen, dann hat man richtig schnell in Position. Jetzt ist es matschig. So, Maike Meyer in Führung, schmeißt erstmal seinen Kopf weg. Ich weiß nicht, ob wir hier gleich die tiefen Einstiege sehen werden, aber normalerweise beschränkt man sich hier beim Final erstmal auf den Nuts and Spins. Also Frank Fischer und Ria. Und Oskar Fischer redet zu den Kollegen raus. Damit ist der letzte Polo wieder mit der 60 Meter in der Bahn. Der Postin ist natürlich gefährt. Der Postin ist dabei. Ich wusste gar nicht, ob man mit 45 PS Hacker mitfließen kann. Peter kann das. Ja, Timo war das, der dort festhält, den Peter rausgezogen hat. Bindung, keine Gewichtsklasse. Jeder hat ja alles gebraucht hier. Letztes Mal holen wir den ganzen Bereich. Und die Umbeating. Und gibt's jetzt noch was? Gucken wir mal, was ist mit Spritwimpe Hermann dabei? Startbereich. So, Spritlippe im Landfuß vorne. Der Kofferraum ist aufgebaut. Und wir schon auf die Seite bei Dave. Der Passat ist echt ein bisschen windschief.
geschlagen. So, und der Laufsieg für Sascha Ehlers. Skoda wird ein bisschen warm. Gibt es jetzt nochmal einen Wechsel nach Rennerbruch. So, 13 noch dabei. Jürgen Ringelhardt mit seiner Abrissbirne, hätte ich beinahe gesagt. Also Dave, sein Auto ist echt hübsch. Es ist richtig schön geworden. So, nun mal gucken, was alles noch ins Fahrerlager zurückkommt. Oder wo wir in Gumbille unseren Lumpensammler brauchen.